Ja, geil, endlich geht's mal wieder weiter mit Scheißwerbung. Ja, nur nein. Also, Alter-Sos. Für jetzt nur noch 2,99 € gibt es diese Woche bei Kick. Das Problem ist, man muss da erstmal die 2,99 € haben. Gut, auf Pfand sind jetzt Steuern drauf, man kann jetzt den Pfand absetzen jährlich, aber ich hab sie nicht. Ich hab die 2,99 € jetzt noch nicht hier. Und das mit nackt einkaufen, gut, das mache ich immer. Ne? Ich muss mich auch wohlfühlen, ich brauche meine Wohlfühlzone. Ja. Kleidung clever kaufen bei Kick. Kick, der Kinderdiscount. Kinder für jetzt nur noch 2,99 €. Ja. Gemacht von Kindern für Kinder. Leider war. What the fuck? Hallo? Duplo, die wahrscheinlich smarteste Scheiße. Boah, ich hatte, was erinnert mich an was, letzte Woche, wo ich mit dem Zug gefahren bin, da hatte ich vor mir so inne sitzen. Kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit so angelächelt werdet und die, ne, an den Haaren rumspielt und so? Ich bin alt und hässlich und sowas, aber, ne, also ich fand das schön, die war jetzt auch definitiv keine hässliche Frau, aber ich finde das so unangenehm, ne? Ich guck dann immer so weg und denk mir so, ach, guck mich doch nie an. Ich hab einen Popel in der Nase, ich muss gerade popeln. Du kannst doch nicht einfach jetzt hier vor mir sitzen und mich die ganze Zeit angucken. Und ich guck dann manchmal auch so, weil ich weiß auch nicht, wie ich die angucken muss. Ne, ohne Scheiß, ne? Ich war wirklich so, ich nehme immer mein Handy mit, ne, und lese halt Nachrichten, was so gerade auf der Welt passiert. Also bei mir einen Meter weiter weg. Ne, das ist meine Welt halt. Und die guckt mich die ganze Zeit so an und macht die ganze Zeit so. Und ich denke mir so, oh fuck, ey. Ich habe die ganze Zeit so gedacht, oh nee, ich muss jetzt hier aufstehen, das ist mir zu unangenehm. Nee, also ich bin sehr introvertiert, ne? Also ich will echt meine Ruhe haben. Der Welt. Warum ist Männerfrische das Profi-Werkzeug gegen Schmiss? Tierisch voll. Lol. Passiert mir auch jeden Tag. Scheißegal. Nur 40 Grad. Scheißegal. Ah. Fünfter Fick. Scheißegal. Ist nicht schlimm. Ja. Mach scheißegal mit dem neuen Männerfrische Deo von Hydrofugal. Ja. Hochwirksamer Schmutz, maskuliner Scheißduft. Also, ja, kann man machen. Ich bin eher so der Freund der Natur. Ich nehme immer einen Thunfisch eingelegt. Also, gibt ja in verschiedenen Varianten, aber ich nehme immer den Thunfisch eingelegt in, er sagt schon hier Tomatensauce und ja, reibe mir den dann ein. Ne? Gefällt meiner Freundin, die hat bis jetzt nichts gesagt. Die trägt zwar jetzt eine Atemschutzmaske, aber nie wegen mir, sondern wegen dem Feinstaub, den ich produziere in der Sekunde. Scheißduft. Ich bin eine Belastung, du. Aber eine ganz schöne Klimabelastung. Boah, wenn das so wäre, ne, wenn wir irgendwann Menschen züchten könnten, ne, und dann gibt's dann für Kinder oder für Erwachsene gibt's dann so, ne, so ein Gehege und da können die halt eine Welt bauen und auch Wasser geben. Ich würde so viel Scheiße bauen. Ich würde so viel Scheiße bauen. Ich würde übelst viel Scheiße bauen. Ich weiß es nicht. Ich würde dann die dann anpupsen und so. Ich weiß es nicht. Ich hätte voll viele Ideen. Oh, wer bist denn du? Wer? Ich bin Bin Laden. Laden.
Ich will fürchten, ich will mehr. Du kannst mähen. Und du kriegst mähen. Herbert? Herbert? Oh, ganz schrecklicher Name, ne? Bert, Da würde ich auch nicht zuhören. Ich habe dir seit 2 Tagen gesagt, nenn mich bitte nicht mal Herbert. Ich möchte so nicht genannt werden. Ich bin die Chantal. Höre jetzt auf damit. Was hast du denn mit dem Martin gemacht? Wieso? Viel Spaß im Kindergarten. Der arme Buch will mal alt. Der alt. So bescheuert, ey. 3 Pullover, 2 Paar Socken. Der Spaß hat mir seine Schuhe reingeschissen. Herbert, trink das. Sass. Gibt's auch noch Actimel? Wirklich? Actimel. Aktiviert Kräfte. Mein Stiefvater musste damals, wo dann die Diagnose kam, musste der sich Actimel kaufen. Und da, also das haben die Ärzte dann empfohlen. Hat null geholfen. Aber wir haben nur für Actimels, haben wir damals, glaube ich, fast 1.000 im Monat ausgegeben. Ne? Es ist so bescheuert. Nee, schöne Werbeclips, muss ich wirklich sagen. Also, wie schon gesagt, muss jeder selber wissen, ich mach's halt mit Thunfisch, ich will halt der Natur näher sein, ich mag diese Chemie-Scheiße nie, gefällt mir nie, und, ja, die anderen Produkte, ne, so Saturn, ja, kenne ich nie, noch nie von innen gesehen, weil das sind alles so, das fängt ja schon vorne an, ne, wo die Handys anfangen, so, das sind Preise, die werde ich in meinem ganzen Leben nicht bezahlen können. Ich bin ja immer so, wenn ich dann die Leute da sehe, die da reingehen und dann mit dem Fernseher wieder rauskommen, ich frage mich immer, wie klaut ihr das? Nee, wir haben es gerade gekauft. Ja, wie? Müsst ihr keine Miete bezahlen? Oder keinen Strom, Heizkostenabrechnung? Ja, doch, aber wir konnten uns jetzt mal einen Fernseher leisten. Deshalb, also, mit Saturn will ich auch nichts zu tun haben. Das ist alles so, nie so meine Welt. Ne? Also, wenn ich einkaufen gehe, ne, es gibt so einen Schwarzmarkt bei uns. Da werden zum Beispiel gefundene, also wirklich gefundene Sachen, die dann zum Beispiel in der Hosentasche gefunden wurden, Portemonnaie oder in der Hosentasche ein Handy, wird da verkauft und da bieten die das halt billiger an. Ne? Da kann ich mir das als Ossi auch leisten. Also Saturn, also warum überhaupt ein Saturn bei uns hier steht, verstehe ich selber nicht. Die machen ja nur Einbuße. Wie können die sich heilen? Ich verstehe das nicht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Guckt unbedingt das Originalvideo an. Lasst Liebe da, lasst Kommentare da, lasst Watchtime da und schaut. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Haut rein und tschüss.